Das neue Epos von Peter Molyneux mit Ihnen in der Rolle des Gottes beginnt mit einer kleinen Rettungsaktion, die Ihnen prompt die Herrschaft über einen ganzen Stamm einbringt. Diesem Stamm können Sie nun unter die Arme greifen, indem Sie nur als Beispiel Holz dorthin transportieren, wo es benötigt wird. In der Zitadelle befinden sich sozusagen die technischen Räume. Save und Load, Optionen, eine Chronik Ihres Spiels und dergleichen. Nach der Erledigung erster Aufgaben dürfen Sie sich als Helferlein eine Kreatur aussuchen. Einstweilen Kuh, Affe oder Tiger. Die Kuh steht für eine freundliche, defensive Spielweise. Der Tiger für das genaue Gegenteil. Und der intelligente Affe steht genau dazwischen. Manchmal ist allerdings auch der Affe etwas dämlich, zum Beispiel wenn er diesen hübschen Spielball auffrisst. War der Affe brav, können Sie ihn loben. War er böse, bekommt er Schläge. Zwischendurch dürfen kleine Jobs wie dieser erledigt werden, der hier in Form einer Gesangseinlage vorgetragen wird. Weitere Abenteuer liegen nun vor Ihnen. Dieser riesige Bär ist erst der Anfang eines faszinierenden Götterlebens. Ah, okay. We're dead. We're all dead. What is it? Where's it from? It doesn't seem to be a...